Kannst du mit dem Boot fahren? Ich nehme einfach ihr Heli. Warum nicht? Boah, es leckt aber ganz schön, ne? Komm nicht rein! Toll, jetzt muss ich mir meinen eigenen holen. Deswegen ist es besser als deiner. Wo ist der jetzt hin? Komisch. Dubios. So. Voll getankt. Keine Ahnung, wie das passiert, aber wir sind voll getankt. Ballonsägewerk. Hä, hab er sich schon mal gemacht? Zumindest ein Sägewerk. Jacobsitz Region. Beaches ist zurzeit nicht verfügbar. Diese Berge gehören Eli und seiner Whitehill-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacobsitz in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Vor, warte, ich nehme Partner. Ich nehme Partner. Diese Dame. Diese, gut. Schon auf dem Weg, Schätzchen. Alles klar. Dabei. Schon dabei! Nochmal in die Dinger schießen. Raketen F. Ah, alles klar. Nee. Das sind nicht die. F. Hört man nicht noch was anderes? Bombenvisier. Geht gar nicht. Geht bei mir nicht. Hat einen sicheren Ort zur Landung gefunden. Ja! Sollte ich landen? Sollst du... Mach die Alte. Du sollst schießen. Landet die da. Okay, ich lande da. Noch einer für den Trophäenschrank. Roger! Oh, es geht nicht wieder hin. Aber ich glaube, es hackt. Ich lande jetzt.
gibt's denn nicht? Sie sind alle vergangen. Was hat uns das gelehrt? Imperien zerfallen. Das ist unsere letzte Warnung. Das ist unser letzter Kollaps. Wir müssen bereit sein für das, was danach kommt. Wir müssen bereit sein für das neue Eden. Diese Bastarde erwischen mich! Tut, was getan werden muss. Opfern. Ach, Kacke, ich krieg was ab! Die sich in den Bäumen verstecken, ne? Pluff! Ja, oh, wir sind nur... Ah, die hatten gefangen, ne? Ich war leider voll drauf. Oh, eine davon ist sieben. Ah. Alles klar, dann gehen wir mit ihr. Verdammt, Landung Barfen. Vielleicht kann der Widerstand was mit dem Zeug anfangen, das hier rumsteht. Du hast ein echt großes Herz. Kannst kaum fassen, dass diese Wichse dort Gefangene gehalten haben, die nur auf ihre Indoktrinierung gewartet haben. Danke, dass du Jess da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. Könntest du für mich nachsehen, wie es ihr geht? Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Eigentlich nicht, dass kalt serviert wird. Alter! Hoffentlich geht die Sonne bald unter. Im Dämmerlicht sehe ich viel besser aus. Hey! Was fliegt die mit meinem Hubschrauber? Ist sie bescheuert? Siehst du? Ich mach das! Bei lebendigem Leib verbrannt. Hat das mein Hubschrauber? Willst du dich verarschen? Geht doch selber ein! Komm her! Ach komm. Alter, hab einen sicheren Ort zur Landung gefunden. Massen in Richtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr. Das kann er glauben wollen. Ah, endlich kein Hubschraubergeräusch mehr, ey. Geht hier um den Sack. Ich brauche einen besseren Winkel. Okay, ich weiß nicht, wo die das Brennmaterial hat. Aber okay. Ich danke dem verdammten Gott für den ersten Verfassungsdienst. Ach, da bist du ja.
Und dann ist da noch der nach... Scheiße, das Feuer breitet sich aus! Und dann ist da noch der nach dem Bier. Was? Der Koch. Er ist einer von Jacobs Liebling. Der hat schon gesagt. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Du solltest das mit einer leiseren Waffe versuchen. Wie deinem Bogen? Ja, dann hören dich die Pennies nicht kommen. Dann fallen die einfach um. Schätzchen, man will doch, dass sie einen kommen hören, wenn sie in die Knie gehen. Sehr witzig. Ich kann den Bogen nehmen. Aber... ich hab Schalldämpfer. Kugeln und Schnaps werden knapp. Das ist nicht richtig. Okay. Mal schauen. Vorsichtig. Unten bleiben. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Aber dafür ein paar eingesperrte Position. Behandelt Menschen wie Tiere. Achtung, wir kriegen Gesellschaft in Käfigen. Okay, ziehen wir das durch. Aber halt den Kopf unten. Wenn sie uns entdecken, sind die Geiseln tot. Die Geiseln. Okay. Also mein Fehler. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Danke. Da waren noch andere. Sie haben sie auf den. Was? Wer schießt da? Ich bin blind. Hey, hilf mir mal hier drüben. Die hätte mich umgebracht. Danke. Mehr von uns. Der Koch hat die andere vorstellen kannst. Oh Gott. Vielen Dank. Der Koch. Okay. Legen wir los. Die anderen, das wäre es fast gewesen. Danke. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Oh. Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Nach ihm nichts. Nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pässe trinken mussten. Aber die Kinder wollten. Oder? Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Aha. Danke Gott! Oh oh. Warte. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich machte. Ich suche mir schnell eine bessere Position. Schon wieder. Sie hinrichten. Geh vor. Ich halte dir den Rücken frei. Denk dran. Wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot. Bleibt das nur mit den 3? Scheiße, wir gehen wohl laut rein. Ist nur ein Weiner da.
Hab's gefunden, Schätzchen. Am Hühle. Was ist denn hier noch? Hilfe! Hier ist einer. Das glaubt mir keiner. Danke. Oh Gott. Der Koch hat die anderen in die Grube gebracht. Einer war da noch unten. Ein ganz normaler Tag in Hope County. Ekelhaft. Ich geh hoch. Wo sind die anderen? Heilige Scheiße! Ich hab gehört, du willst uns helfen? Bitte, tu mir nicht weh. Bitte. Was für ein Haufen Arschlöcher. Das ist immer noch eine Frau. Das ist mal klar. Hey, was ist denn? Was hab ich denen bloß jemals getan? Oh. Oh Gott, mach. Ich bin dir nicht genug da. Was hab ich hier gefunden? Irgendwo ein Gebüsch versteckt. Das war etwas aufregender, als ich mir vorgestellt habe. Es geht noch weiter. Oh, wei. Also, ich hoffe, du suchst in deine Hölle. Und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Begannen um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann, das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Nö. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hernähe. Ich hab Angst vor Wölfen. Wusstest du, dass sie den Arsch immer zuerst fressen? Was? Ja, wo lang? Das... Wenn Eli so hart ist, warum wimmelt es dann hier so von Peggys? Ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Kleine Katze in der Nacht. Hey. Sie haben eine andere Waffe. Wir haben eine ganz andere Waffe. Wo ist unsere? Die hat er mich weggeworfen oder keine Ahnung. Weil die mir meine Waffen nicht abnehmen konnten, dann diese Peggys erst recht nicht. Mist. Die Schwachen sind unrein und unwürdig! Die Schwachen sind unrein und unwürdig! Das ist er, der Widerl. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt! Also kocht er sie mit dem Feuer! Ja, da müssen wir mal wohl sehen. Versteckt da übergehen. Opfert die Schwachen! Reinigt eure Seelen mit Gottes rechtschaffener Flamme! Scheiße, Scheiße!
Diese Scheiße hätte einen schlimmeren Tod verdient gehabt. Zum Teufel. Was war er? Kannst du noch die Einzelteile raussuchen. Wie ein Puzzle. So, wo ist sie? Ja, das alles von ihm geschrieben. Roger hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt... Ich weiß nicht, was... Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt habe ich mir einen Nagel abgefahren. Roger hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Tja, versuchen die Licht nochmal. Ein Gericht, das kalt serviert wird. Hi, Deputy. Meine Nichte ist nicht die freundlichste. Aber wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die richtige für dich. Pass gut auf sie auf, okay? Sie hat eine Menge durchgemacht. Die richtige für mich? Was bedeutet denn das denn? Toll, der Käfig war leer, oder was? Die ich aufgeschossen habe. Ach, ja. Klar, Schnicksen. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Ziele. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Lass mal das machen. Bärenbrüder. Abhauen müssen, ey. Aua. Wollte eigentlich einen Gleiter. Das war... Warte, vielleicht können wir jetzt einen Gleiter holen. Oder sterbe. Eins und beiden. Was soll das denn? Boah. Alter Schwede. Ich hätte besser kämpfen können. Keine Ahnung. Verschwunden. Geh in eine andere Position. Könnte man die benutzen, ne? Benutzen. Ich benutze dich. Er
ist dann Hubschrauber, ne? Also, wie sieht's aus? Kann man speichern. Was gibt's Neues? Ich rücke vor. Unterwegs. Hey, da drüben. Mein Name ist der Bitte Stacy Pratt vom Sheraton Apartment auf Kante. Und ich möchte mich gern dafür entschuldigen, dass ich dabei geholfen habe, den Menschen von Eden's Gate Unrecht anzutun. Ich wollte nie, dass all das passiert. Ich wurde unter Vortäuschung falscher Tatsachen hierher gelockt und träum schön, Wichser. Ich krieg was ab! Wird erledigt! Ich stecke hier ganz schön ein! So! Oh, das schreckt mich nicht. Alter! Scheiß Waffe ist das. Yes, sir. Yes, yes, sir! Fang Center. Oder Fang Center. Ja, guck dir, der Typ. Ja, geh mal weiter. Da draußen ist jemand, der vorgibt, ein Soldat zu sein. Nein. Er tötet unsere Brüder und Schwestern und Nein. bringt dieses Projekt in Gefahr. Unser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwo hinflüchten. Ah, das ist wieder
Dingens. Ich wurde gesegnet, aber... Jäger, hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Du wirst gejagt, das soll ich. Ein Eigenteam kommt. Muss ich beeilen. Ich bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten. Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chance Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Ah, okay. Gut zu wissen. Jetzt mal in diese... Okay.